So, und hier sind wir wieder mit Let's Play Together Feed the Beast Minecraft Folge 2. Und wir beginnen damit, ja, was haben wir euch versprochen? Wir wollten in die Minen gehen. Also machen wir uns eine Holzpicke, wir haben ja noch keinen Stein und auf darf der Spaß gehen. Dann gehen wir ja getrennte Wege. So, mitkommen. Ach ja. Aber dann machst du mir auch eine, ne? Ja, warte, ich gehe. Wie Hast du eine findest du die Kiste? Idee mit dem Zaun? Ja, Zaun ist gut. Zaun ist gut, Hast okay. du eine Kiste? Nee, aber ach ja, du hast. Ach ja, wir haben keine mehr. So, dann habe ich eine Kiste, die stelle ich mal hier hin. So. Vielleicht mache ich mir aus einem Weizenset mache ich ein Brot. Das andere Weizen. Und gut, ein bisschen Holz nehme ich, behalte ich. So viel Holz behalte ich. Das packe ich weg. Ey, nicht alles. Zip, 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 zip. So, und ohne jegliche Items und völlig schutz- und hilflos folge ich dir jetzt. Ich habe Höhenangst. Natürlich. Die brauchen wir, ne? Ohne das geht's nicht. Was baust du da ab? Holz. Holz. Das ist aber anderes Holz als das, was wir in unserem Haus verwendet haben. Das weißt du, ne? Ja, natürlich weiß ich das. So, dann gehen wir hier mal runter. Wo bist du hin? Ach da. Das musst du wissen, weil Scheiße, ich bin hier gefangen. Bumm. Oh, und einen Apfel habe ich gefunden. So, So. ob ich Fallschaden kriege, wenn ich da runterspringe? Hier Ja, sind so ein minimal. paar Bewohner. Oh, wir sind nicht alleine auf der Welt. Lass die Brauchen mal wir das? drin. So, im Verlies, sage ich mal. Wenn du noch eine Treppenstufe baust, können die hier raus. Hey, hier, Achtung. Huhu, die wollen hier Ja. raus. Dann nimm mal seine Treppenstufe da weg. Kommst du runter? Ja. Hier ist Kohle. Und ich bin runtergefallen. Und es ist ziemlich dunkel hier. Darum habe ich Holz mit. Warte darauf, dass du ein bisschen Stein abbaust und wir noch eine bessere Picke zu konstruieren. Du hast eine Okay, Crafting warte. Table dabei. Nein, doch, habe ich dabei. Ich habe Hast gerade du was zufällig. zugeworfen. Hä? Habe ich jetzt. Du hast jetzt Holz platziert, keine Crafting Table. So. Ich habe jetzt eine Stone Pickaxe, willst du sie haben? Gerne. Wer hat sie jetzt gefangen? Du selbst, ne? Nein, du. Ich hab sie gefangen? Nee. Nein. Doch. Nein. Dann liegt sie da noch rum. Hä? Die liegt hier oben. Da war ich doch eben. Jetzt habe ich sie. Ich hab sie wieder nicht gefangen. Jetzt hast du sie aber. So, dann hau ich mal rein in die Kohle. Es gibt ordentlich Erfahrung. Ach ja, jetzt weiß ich auch, da hast du die Fackel hier. Ich habe auch lange nicht mehr Minecraft gespielt. Jo. Bestimmt.
So, wir haben ja über dieses Minecraft Modpack gesprochen, ne? Das Besondere daran ist, es gibt ganz, ganz viele tolle Erze, die einigen von euch wahrscheinlich gar nichts sagen werden. Deswegen würde ich dir empfehlen, du machst mal das Inventar auf und klickst dann unten links auf Optionen. Und dann machst du einmal Highlight-Tipps auf angezeigt. Weil dann können die Leute, die auf deinen Bildschirm gucken, können dann nämlich oben rechts in der Ecke immer sehen, was du gerade für einen Stein anguckst. Also dass da oben zum Beispiel Amber Bearing Ember Stone. Bearing Stone ist. Und Ember Bearing Stone, ich habe vergessen, was das war. Oh Aber Mann, ey. das können wir auch später noch abbauen. Erstmal habe ich hier Uranerz gefunden. Das ist sehr, sehr wertvoll später, wenn wir ein Atomkraftwerk bauen. Wollen wir überhaupt ein Atomkraftwerk bauen? Ich meine, stell dir vor, das Nein. explodiert, dann ist die halbe Welt im Arsch. Ich glaube nicht, dass wir ein Atomkraftwerk bauen wollen. Wollen wir nicht? Wir sind viel zu grün. Weiß ich nicht. Kannst ja die Zuschauer fragen. Wir sind die 5% der deutschen Regierung, die grün sein wollen. Oder wir gehören zu den 5%. Naja, du musst ja nicht grün sein, nur um keine Atomkraft zu wollen. Oh, da ist Wasser. Und da ist so ein komischer Kristall. Da ist ein Kristall. Ach, diese komischen leuchtenden Schwarzkristall. Quarzkristalle, genau. Ja, So, haben wir ein was denn? kleines Wasserbecken. Hier kann man ein bisschen rumplanschen. Juhu! Also hier ist zum Beispiel Zinn. Ich darf schon mal verraten, aus Zinn kann man Batterien herstellen. Und wenn wir ein bisschen Metall haben und ein bisschen Zinn und ein bisschen Eisen und ein bisschen Holz, dann kann man einen Generator herstellen. Das ist dann wie so ein Ofen. Und was kann man eigentlich mit Strom machen? Ach so, es gibt zum Beispiel Picken, also Picken, Pickaxes, also Spitzhacken, die mit Strom betrieben werden. Also das sind dann keine Spitzhacken, sondern Bohrer und Die sind etwas effizienter, mit denen kannst du schneller abbauen. ja, verbrauchen aber auch so viel Strom, dass du ohne irgendeinen Batteriepack da bei dir zu tragen, guck mal, ich habe hier gerade ganz, 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 ganz viel Kohle und auch ein bisschen Eisen gefunden. Ich habe hier Zwischen den so einen ganzen Minenschacht Mauern. gefunden. Ich grabe mir gleich einen Tunnel zu dir, weil das Vorkommen einfach riesig ist. Hier habe ich Monazitohr. Was das bringt, weiß ich selber nicht. Und Eisen. Wenn du gerade Eisen abbaust, besteht die Chance, dass wir gleich zusammenstoßen, weil ich habe hier eine riesengroße Höhle allein nur dadurch gegraben, dass ich hier Kohle und Eisen abgebaut habe. Hier haben wir gerade das Kopperohr. Das ist auch sehr wichtig. Das brauchen wir nämlich für Kabel. Ja. Wir brauchen aber später noch Gummibäume. Ja. Hier ist nochmal Zinn. Also wir sind jetzt richtig gierig. Wir nehmen einfach alles mit, was wir in den ersten Bauphasen eben verwerten können. Ich freue mich schon auf die Lust. Pass auf, da ist bestimmt auch irgendwo ein Monster-Spawner. Wette ich drum. Oh, da würde ich jetzt auch mitwetten. Also zugegeben, es gibt wenig Monster in diesem Gebiet, ne? Das kann man aber auch irgendwie verändern und so, ne? Aber die Monster-Spawner funktionieren trotzdem. Wie bist du da jetzt genau hingekommen? Du bist hier so einen Weg entlang gegangen. Durchs Wasser durch. Irgendwas greift mich an. Hä? Ach, ich bin auf einen Quarzkristall getreten. Hier ist ja so eine kleine Art von Schlucht, ne? Danke, dass du das Wasser abgestellt hast. Wieso? Bist du da gerade hochgeschwommen? Ich hatte Schwierigkeiten,
hier durchzulaufen. Oh, hier gibt's Schienen. Ich nehme die einfach mal mit. Wir nehmen alles mit, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Wie kommen wir eigentlich gleich wieder zurück? Ja, das wird schon. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich darf euch versprechen, in den nächsten 4 Folgen werden wir immer noch unter Tage sein. Also, ja, ziemlich lange Zeit. Und dann kümmern wir uns wieder um unser Vogelnest. Also, seid gespannt und bis bald.